Guten Abend, so liebe YouTube-Gemeinde und Abonnenten und solche, die sich als solches hier ausgeben, aber doch nur fegen und nerven wollen. Sie haben meine Kursänderung oder kriegen das im Laufe der nächsten Stunden noch mit. Klartext ist gestorben. Jetzt gibt es nur noch den Arschloch-Terminator 67. Das Portal für antirassistische, antiextremistische, religionsfanatisch bedingte und sonstige unmenschliche, grausame Entitäten in inkarnierter Form dagegen und auch hier Religionsfanatiker und so weiter. Und zum Beispiel Abschaum wie Sie, sage ich mal, mit Vorbehalt, kann ja sein, dass es auch nur eine Ente ist, um aufzuwiegeln, das werde ich noch herausfinden. Werter Markus, Herr Hatebox, was ist denn da los? Mir trug eben ein Vögelchen zu, dass Sie meine Videos urheberrechtsverletzend, zweckentfremden, umtiteln und rufschädigend wo auch immer verbreiten. Sie haben exakt von jetzt an, wir haben es exakt, warten Sie mal, ja, 20 vor 5 oder so in dem Dreh sehe ich jetzt nicht bei meiner Beleuchtung. Sie haben exakt 2 bis 3 Stunden Zeit, sämtliche Videos zu entfernen. Ansonsten schwöre ich Ihnen und ich kann mir diesen Luxus in dieser Gesellschaft erlauben, da ich nicht mehr zum System in dem Sinne gehöre, als aus was für Gründen auch immer, was meine Privatangelegenheit ist, erwerbsgebindeter Minijobber, der auch eine Grundsicherung bekommt. Ich finde Sie. Und ich mache sie fertig. Ich schlage sie nicht nur real zum Krüppel, mehr noch, sie werden dann auch den Rest ihres Lebens, ihres Daseins als Krüppel an mich denken. Und sie werden für viele Jahre an mich Schmerzensgeld zahlen müssen für diese Urheberrechtsverletzung und rufschädigende Art und Weise, meine Videos aus dem Kontext zu reißen, zu verfremden, umzutiteln, wie mir mitgesteckt wurde und so weiter. Ich meine, das tut ernst. Mit mir legt man sich besser nicht an. Weder über das Medium Internet noch in real. Ich kann mir den Luxus leisten. Verstehen Sie, dass da draußen dies betrifft, über Leichen zu gehen? Was Schlimmeres kann mir nicht passieren. Und dann bin ich sicher vor Ihnen allen da draußen, vor diesen Monstern, als dass ich in der forensischen Psychiatrie landen würde und ein feines Leben habe. Ja, abgeschirmt von diesem ganzen menschlichen Müll und Abschaum, der sich hier im Internet durch Sie widerspiegelt. Also, Hatebox. Ja, löschen, löschen. Oder du bist schneller auf der Abschlussliste und deine Familie wird dann Erklärungsnöte haben. Ich weite das dann auch aus und werde deine ganze Familie denunzieren und bloßstellen, was für ein Monstrum an Mensch, Sohn, Kind, wie auch immer, sie in die Welt gesetzt haben. Ja? Du machst dich tot und glücklich, Hatebox, tot und glücklich, wenn das stimmt. Wenn das Substanz haben sollte und man mich da bloß nicht nur aufwiegeln will. So, und nun wissen andere YouTuber auch, wie das jetzt hier läuft. In Zukunft werden zukünftige Videos von mir immer mit deaktivierter Kommentarfunktion hochgeladen, denn Ihre Meinung, die Meinung von solchen Leuten wie Ihnen, ist komplett irrelevant. Ja, die hier mit Dreck um sich schmeißen, die hier Hass verbreiten und so weiter. Ich bin hier der Chef. Ja, und was ich sage, hat Hand und Fuß. Schließlich war ich in der Jugend Krankenpflege- und Altenpflegehelfer. Und Sie hätten gekotzt, wenn Sie zum Beispiel wie ich in meiner Jugend einen alten Mann namens Herrn Playoff gepflegt hätten, dessen Rücken lebendig verfaulend war, schwarz, Dekubitus im Endstadium und der künstlich ernährt wurde. Also mehr braucht man nicht mit Menschlichkeit zu kommen. Ja, ich bin mehr Mensch, als Sie alle zusammen je sein werden. Ja, Sie Abschaum in Menschengestalt. Normalerweise müsste man für solche Subjekte, für solche Extremisten wie euch, für solche Hassverbreitenden sowas wieder wie Konzentrationslager einrichten, damit diesmal die richtigen menschlichen, erbärmlichen Kreaturen, die die Bezeichnung Mensch nicht verdient haben, da sie jeglicher menschlichen Regung und Empathie für Schwächere und in Not geratene entbehren. Für euch müsste man das weltweit einrichten, wieder sowas. Ja, dass diesmal die Richtigen auf diesem Planeten vergast werden. Ja, oder standrechtlich erschossen. Wäre ja doch mal eine Idee, sowas auf die Agenda zu bringen. Ne? Was meint ihr, wie schnell das Internet sauber wird von diesem Abschaum, der sich hier unter uns mischt und meint, hier rumspacken zu dürfen? So. Also, Hatebox, die Uhr tickt, keine 3 Stunden mehr. Und habe ich auch irgendwann einmal den geringsten Hinweis darauf, dass du meine Videos zweckentfremdest, bist du ein toter Mann. Und zwar buchstäblich. So, und das liebt ihr doch so, ne? Brot und Spiele, ihr dämliches, dummes, grenzdebiles Gesocks. Ihr könnt Brot und Spiele bekommen von mir. So sehr, dass so manch einem Angst und Bange wird, wenn er dieses Video hier sieht. Denn so gucken nur Leute in die Kamera, die nicht wirklich mehr viel zu verlieren haben und die sich den Luxus leisten können, jegliche Normen zu brechen, wenn es drauf ankommt, und euch den Spiegel vorhalten. Eure eigenen Unmenschlichkeit und Grausamkeit und Bestialität. Ja, und ich hoffe, einigen von euch passiert noch viel in diesem Jahr oder im nächsten Jahr. Ja, jetzt nicht unbedingt, das wünsche ich niemandem, schon gar nicht lieben, anständigen, unschuldigen Bürgern, die sich amüsieren wollen zum Jahreswechsel, aber ich hoffe, wenn was passieren sollte,
zum Jahreswechsel hin, dass da so manch einer von euch unter den Opfern sein wird, die es betrifft, die hier so gegen mich Stimmung machen. Ja? Ja. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Dann wäre über Nacht alles vorbei. Für euch alle, weltweit. Ja? Dann würde es einen Genozid geben, den die Welt noch nie gesehen hat, an diesen menschlichen Monstern wie euch. Seid froh, dass ich kein Gott bin. Und dass ich noch sowas wie ein kosmisches Gewissen habe. Im Gegensatz zu vielen von euch. Zur Hölle mit euch.